Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Powerplay, dem Sportmagazin im Essener Kabelkanal. Die Saison der Moskitos Essen nähert sich dem Ende und die Spannung wächst von Woche zu Woche. Wir haben für Sie im Programm heute den ersten Teil des Halbfinals gegen die Füchse aus Weißwasser. Viel Spaß! The night seems to fade, but the moonlight lingers on. There I wander for everyone. Whoa. The stars shine so bright, but they're fading after dawn. There is magic in Kingstown. 89ers! Für die Moskitos geht es in den Halbfinalspielen gegen die Lausitzer Füchse sprichwörtlich um die Wurst. Denn der Sieger der beiden Halbfinalpartien, der ist aufgestiegen. Und dementsprechend war natürlich in den Spielen gegen Weißwasser groß. Aber auch Weißwasser steht mächtig unter Druck vor diesen Spielen, weil auch sie müssen hoch aus der Oberliga raus. Also war für viel Spannung gesorgt und 3.800 Zuschauer. Das erste Halbfinale gegen die Mannschaft aus Weißwasser sehen. Spieler natürlich auch dementsprechend konzentriert bei der Sache. Vor den Moskitos Dominik Lonscher als zweiter Mann auf der Bank, Hardy Wild und vor dem Spiel natürlich gespannte Erwartung, was da wohl kommen wird. Gute 200, 250 Fans hatten die Weißwasseraner mitgebracht nach Essen. Gerade die Sitzplatztribüne gut besucht bei diesem Spiel. Man sieht schon teilweise an den Gesichtern der Zuschauer auch sehr gespannt auf diese Spiele, denn sie sind ja ungemein wichtig für das Essener Eishockey. Schiedsrichter der Begegnung, Schiedsrichter Kleiner. Auch das Kampfgericht natürlich konzentriert bei der Sache. Und mit der Stimmung vor dem Spiel lasse ich sie jetzt mal für einige alleine.
Ja, das waren stimmungsvolle Bilder vor dem ersten Halbfinalspiel. Gab es da ein paar Papierschnipsel auf dem Feld. Bevor es dann losgehen konnte, wurde da erst einmal gereinigt. Aber dann gab Schiedsrichter Kleiner die Partie frei. Und der erste Scheibenbesitz gehörte Weißwasser. Auch die erste Chance. Aber Dominik Lonscher kann gegen Tötschel hier klären. Ja, die ersten zwei Minuten in dieser Partie. Thomas Popisch hat es getroffen und Überzahl für die Gäste. Da können sich nicht befreien und dann eigentlich die große Chance, aber vergeben von Martin Sickerer. Auf der anderen Seite hier umstritten, aber keine Strafzeit zunächst. Dann im Anschluss daran zwei Minuten und die erste Überzahl für die Moskitos. Richard Tischler. Noch einmal Tischler. Weiterhin 0:0 und die Gäste durchaus mit gefälligen, gefährlichen Spiel für die Moskitos. Die wiederum nur in Überzahl im Moment vor dem gegnerischen Gehäuse gefährlich. Popisch hinterm Tor und Rey Tohomi, Michael Kreitel, die Überzahlformation. Und Eero Itämis, der finnische Schlussmann, ist mit der Fanghand vor Michael Fenter. Hier eine Unsicherheit des Schlussmanns, aber die Moskitos können keinen Nutzen draus schlagen zunächst. Konterchance. Hier mit Problemen in der Abwehr kam die Scheibe doch zwei, dreimal zum gegnerischen Spieler zurück. Auch hier ganz gefährlich mit der 27 war den Kula Buchhoff, aber Dominik Lonscher hält sein Tor sauber, ebenso wie Eero Itämis. Dieser Konter. Dann ein Pfiff, Strafzeit gegen die Moskitos. Tadjil vertändelt hier die Scheibe. Thomas Popisch in Unterzahl mit seiner Chance. Unkorrekter Körperangriff, Strafzeit gegen Weißwasser, gegen Ende der Partie im ersten Drittel.
Fisch. Und abgepfiffen. Viel Verkehr vor dem Tor der Weißwasseraner, aber die Scheibe, die will noch nicht über die Linie. Matthias Wikström und dann steht Michael Kreitel goldrichtig. 1:0. Trainer Toni Krinne hat ihn Sekunden vorher für Dorian Ennek gebracht. Ein Schachzug, der sich auszahlte, wie man hier sieht. 1:0 für die Moskitos. 15 Sekunden vor der Drittelpause. Ja, ein Treffer zum richtigen Zeitpunkt. 1:0 für die Moskitos nach dem ersten Drittel. Hart erarbeitet, denn Weißwasser spielte doch ganz ordentlich auf hier am Westbahnhof. Und man hatte jetzt Zeit genug, sich neu zu besprechen. Direkt zu Beginn des zweiten Drittels, dann das 2:0 für Jonas Rudberg. Der trifft gegen Itemis. Da konnte man sehr schnell nachlegen hier. Guter Pass von Dorian Ennek und durch die Schoner von Itemis hindurch. Jonas Rudberg zum 2:0 für die Moskitos. Weiter ging es in Richtung Füchsetor. Und dann der Torschütze Dorian Ennek, nachdem Jonas Rudberg die Scheibe verfehlt. Das 3:0. Die Moskitos trafen genau im richtigen Augenblick. Hier noch einmal Rudberg verpasst, springt ihm die Scheibe vom Schläger, aber Ennek ist da und es steht 3:0. Überzahl für die Moskitos. Tomi Wühl vor dem Tor. Und das jetzt kann abgepfiffen werden. Jetzt die Scheibe unter dem Torhüter. Weißwasser in dieser Phase des Spiels absolut chancenlos. Chris Payton. Und es schlägt ein hinter Itemis zum vierten Mal. Der Verteidiger, der Torschütze. 4:0. Und in einem Playoff-Spiel ist das natürlich schon so gut wie entschieden. Die Partie. Eine Chance für Weißwasser. Dodgil war das. Aber sonst blieb der zigfache NHL-Spieler doch recht blass. Hier noch einmal. Aber Dominik Lonscher entschärft.
Ja, sollte Troy Stevens auch noch zum Einsatz kommen, dann werden es noch auflösen im Laufe dieser Übertragung. Christian Spahn kann sich da nicht ganz durchsetzen. Yannick Rudberg, gleich die nächste gute Chance. Rudberg macht da eine bärenstarke Partie. Glück hier für Dominik Wörnscher, dass Mike Maler den Puck abfälschen kann. Über das Tor hier. Weißwasser versuchte jetzt noch einmal etwas nach vorne zu tun im Spiel. Aber die Moskitoabwehr stand sehr, sehr sicher. Und wenn dann doch mal was durchkam, hatten wir noch einen Torwart hinten drin, Dominik Lonscher. Die Chance für Jonas Rudberg, das fünfte Tor zu erzielen. Aber es bleibt nach dem zweiten Drittel beim 4:0. Moskitos hatten die Weichen klargestellt. Und zu Beginn des Drittels Nummer 3, dann eine kleine Flickarbeit an der Bande. Es ging dann doch sehr schnell weiter und gleich die nächste Möglichkeit für die erste Reihe. Wixl und Rudberg. Da schwimmt Eroy Temis ganz heftig in seinem Torraum, aber es bleibt beim 4:0. Überzahl. Dann Raubal, Konter eingeleitet, aber nicht angekommen, der Pass, Wikström, Anek hier zunächst ein bisschen zu langsam, bleibt aber im Scheibenbesitz. Richard Tischler, richtig gute Chancen hier für die Moskitos, aber ein Tor wollte da nicht bei herausspringen. Dominik Lonscher mit dem Schläger auf dem Eis schlagen. Eiswasser damit wieder komplett. Aber sie kamen mit dem Druck der Moskitos nicht zurecht. Immer wieder fand sich ein Spieler auf der Strafbank wieder. Mit wieder Überzahl der Moskitos. Und Michael Greil stochert nach. Es steht 5:0. Ist die Scheibe frei und dann unter den Schläger hindurch ins Tor. Zweiter Treffer. Michael Greil 5:0 für die Moskitos. Ja, dann die erste Eiszeit für Troy Stevens seit seiner Verletzung. Natürlich von den Fans gefeiert. Ja.
Zeit dann auch umgehend unterbrochen von einer Strafzeit. Thomas Fischer musste auf die Strafbank. Also der erste Einsatz von Troy Stevens, nur wenige Sekunden lang. Ja, konnte Weißwasser denn überhaupt noch 8 Minuten Verschluss etwas drehen am Spiel? Dran glauben wollte so wirklich keiner. Stattdessen die Moskitos mit der nächsten großen Möglichkeit. Matthias Wikström. So liefen dann die letzten Minuten runter. Und dann hatte auch Troy Stevens wieder mehr Einsatzzeit. Wurden natürlich von den Fans genutzt, die Mannschaft Gebühren zu feiern. Und die letzten Sekunden 5:0, das war schon eine recht deutliche Sprache. Da gab es dann nochmal eine kleine Aufregung. Ingo Angermann bekam dann nach Spielende noch 10 Minuten Disziplinarstrafe, weil er sich mit der Drill angelegt hatte. Im Endeffekt aber egal. Die Moskitos hatten 5:0 gewonnen und hatten damit das Tor zur zweiten Bundesliga sehr, sehr weit aufgestoßen. Ja, wir kommen jetzt zur Pressekonferenz nach dem Spiel und wir verabschieden uns zunächst von dieser Stelle. Bis demnächst und tschüss. Guten Abend, Situation an euch. Wie gesagt, das Ergebnis, das heutige Spiel zu gewinnen. Ich denke, der erste Drittel war im Prinzip überall sehr zufrieden. Leider 15 Sekunden von dem Schuss, wir haben Tor kassieren können. Vielleicht war wir so aus seiner Rolle gefallen und in die zweite Drittel, in 7 Minuten, haben wir 3 Tore kassieren und dann, ich denke, war das Spiel schon entschieden. Trotzdem, ich denke, wir haben noch keine schlechte Leistung gezeigt und gut, die Serie geht weiter. Hoffentlich, also wir versuchen natürlich zu Hause gewinnen und dann kann es vielleicht Dienstag das Spiel und die letzte Spiel bei euch zu sein. Ja, guten Abend. Ich bin natürlich über den Sieg sehr, sehr froh. Es war ein hartes Stück Arbeit. Lausitz war sehr, sehr stark. Im ersten Drittel waren wir zu nervös. Die Spieler wollten alles etwas zu gut machen. Wir waren die ersten 10, 12 Minuten einen Tipp zu langsam. Weißwasser kam da stärker aus den Startlöchern, muss ich sagen. Und dann war für mich ein bisschen eine Schlüsselposition oder Situation, wie das 1-0 fiel. Ich habe irgendwie so eine Entscheidung aus dem Bauch raus getroffen, weil Michi Greiter macht sehr stark Bulli. Wir hatten die 30 Sekunden noch 5-4 Überzahl. Und er ist auch ein Baum vom Tor. Und es war zum richtigen Zeitpunkt das Tor für uns, das hat uns etwas Sicherheit gegeben. Wir haben dann die Defizite, wo wir hatten, in der ersten Drittelpause angesprochen und kamen meiner Meinung nach, so wie man uns kennt, aus der Drittelpause raus und haben richtig gut Gas gegeben.
ab dem zweiten Drittel, denke ich, hatten wir das Spiel gut unter Kontrolle, wobei auch man nicht vergessen darf, dass Weißwasser die ein oder andere Chance hatte und immer gefährlich war. Das 5-0 ist im Prinzip in der Playoff nur ein Sieg, genauso wie 1-0 oder 2-0. Man darf das nicht überbewerten. Am Sonntag erwartet uns mit Sicherheit ein Hexenkessel. Wir sind darauf vorbereitet. Wir werden morgen Mittag in Weißwasser anreisen. Wir wollen unbedingt aus den zwei restlichen Möglichkeiten eine Chance nutzen, um aufzusteigen. Das ist ganz klar. Aber Playoff ist eine Serie mit eigenen Gesetzen. Es ist alles möglich. Wir sind im Prinzip genauso weit wie im August. Bloß haben wir besser eine Ausgangsposition. Und die gute Position, die wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen. Wir werden alles geben, um aufzusteigen. Ich will mich auch ganz herzlich bei unseren Fans bedanken, die heute wie eine Wand hinter uns standen und uns geholfen haben, wo wir im ersten Drittel ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Aber zum nächsten Heimspiel, ob Dienstag oder Freitag, Dienstag oder Donnerstag, freue ich mich wieder, wenn ihr uns so toll unterstützt. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Moskito-Freunde, ich wollte heute das Erreichen der Halbfinal-Playoffs, die uns sportlich in eine gute Situation gebracht haben, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber schon ein gutes Stück. Ich wollte mich einfach heute Abend mehr oder weniger spontan mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Wir haben viel erreicht in den letzten zwei Jahren. Wir haben zum ersten Mal in dieser Saison es geschafft, einen Hauptsponsor gleich schon für die nächste Saison vorstellen zu können. Dafür möchte ich mich bei den angereisten Herren von Toyota und Lexus Deutschland und Essen sehr herzlich bedanken. Ich möchte mich aber auch sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Es war für uns nicht selbstverständlich, dass Sie, die allermeisten von Ihnen, ja schon im letzten Jahr den Weg mit uns aus der vierten Liga nochmal gegangen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir unser Ziel erreichen. Und ich darf Ihnen versprechen, wir werden alles dafür tun. Und ich hoffe, dass wir uns am Donnerstag wiedersehen. Vielen Dank und wirklich vielen Dank für die letzten zwei Jahre.